Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem erneuten FIFA 17 Video. Im heutigen Video möchte ich euch drei neue overpowerte Spieler aus der Barclays Premier League zeigen. Das heißt, das sind Spieler, die erst ab dieser Saison in der Barclays Premier League vertreten sind und somit auch richtige Beast-Spieler in FIFA 17 sein werden. Diese drei Spieler werden im Laufe von FIFA 17 auch nicht allzu teuer sein und das heißt eben, dass sie wahrscheinlich sehr, sehr häufig genutzt werden. Und falls ihr mehr Videos zu FIFA 17 haben wollt, dann lasst einfach mal einen Daumen nach oben da, würde mich auf jeden Fall freuen und auch unterstützt. Ich habe mir ziemlich viel Mühe gegeben, sodass ihr auch Videoclips von den Spielern zu sehen bekommt. Das heißt, ihr seht hauptsächlich Tore, denn all diese drei Spieler sind Stürmer. Und ja, mehr habe ich eigentlich auch nicht zu sagen und dann starten wir jetzt direkt rein mit dem allerersten Spieler. Und das ist Ahmed Musa von Leicester City. Dieser Typ ist einfach nur krass gewesen in FIFA 14, in FIFA 15, in FIFA 16 und jetzt dann eben auch in FIFA 17, aber halt eben in der Barclays Premier League. Ich freue mich schon extrem, den Jungen auszutesten. Den kann man natürlich perfekt mit Jamie Vardy verlinken. Und ich habe ja auch eine kleine Prediction gemacht. Sorry, dass es keine FIFA 17 Karte ist, dass das Design noch nicht von FIFA 17 ist. Aber das wird auf jeden Fall auch bald kommen. Und wir starten jetzt direkt rein. Ich lese euch das jetzt einfach mal vor. Ich habe ihm 94 Tempo gegeben, 77 Shooting, 66 Passen, 82 Dribbling, 27 Defending und 53 Physis. Er hat in der letzten Saison bei ZSK Moskau, also in der russischen Liga, 13 Tore gemacht. Und das ist auf jeden Fall kein schlechter Wert. Und da er jetzt eben in der Barclays Premier League vertreten sein wird, wird er, denke ich, auch hochgehen, eben auf plus 1 und somit eben eine 77er Karte bekommen. Und das ist eigentlich auch schon alles gewesen zu Ahmed Musa. Die Spielszenen sind auf jeden Fall auch ziemlich nice. Und das war es eigentlich auch schon zu Ahmed Musa. Und der nächste Spieler ist Batshuayi oder wie man ihn auch ausspricht. Er spielt jetzt bei Chelsea, der Belgier. Ihm habe ich ein Upgrade um plus 2 gegeben. Er hat jetzt 84 Pace, 82 Shooting, 58 Passen, 77 Dribbeln, 26 Defending und 77 Physis. In der letzten Saison hat er bei Marseille 17 Tore gemacht. Das heißt, in der Ligue 1 17 Tore. Das sieht nicht so schlecht aus. Und deswegen eben das plus 2 Upgrade für diesen guten Mann. Ich freue mich schon auch, den in FIFA 17 zu spielen. Das ist eher so ein bulliger Typ, eher so ein großer Spieler und auf den kann man sich auf jeden Fall schon gefasst machen. Und dann schauen wir uns jetzt direkt auch schon den dritten und somit letzten Spieler an. Und das ist Niasse, der jetzt bei FC Everton unter Vertrag steht. Zuvor war er bei Lokomotiv Moskau, hat dort in einer Saison 8 Tore gemacht. Das ist eine solide Leistung, aber halt auch keine Spitzenleistung. Deswegen gibt es für ihn, genauso wie für Musa, auch eben nur ein plus 1 Upgrade, aufgrund einfach auch der Tatsache, dass er jetzt auch in der Barclays Premier League vertreten ist und das gibt natürlich auch noch einen kleinen Push. Ihm habe ich jetzt die Werte gegeben, 83 Tempo, 79 Shooting, 58 Passen, dann 76 Dribbling, 29 Defending und 79 Physis. In der Europa League hat er auch 4-mal getroffen, das heißt international hat er auf jeden Fall auch seine Stärken ausgespielt. Und ja, Freunde, das war es jetzt auch schon mit dem heutigen Video. Hat mir echt Spaß gemacht, das heute aufzunehmen. Ich wollte einfach mal wieder ein bisschen was anderes machen und ich wollte auch eben wieder was zu FIFA 17 machen. Falls es euch gefallen hat, dann lasst jetzt einfach wirklich mal einen Daumen nach oben da. Das würde mich echt sehr, sehr freuen. Und ansonsten könnt ihr noch gerne die Beschreibung abchecken für günstige Coins. Da gibt es FIFA 17 auch für 44,99 € bei meinem Partner MMOGA. Also könnt ihr gerne mal reinschauen. Und ansonsten war es das jetzt wirklich mit dem Video. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und sage auch schon immer: Ciao Leute, FIFA Stars.